Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Order 8086. Wir machen jetzt mal weiter. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Dann machen wir das mal, würde ich sagen. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ein ganz normaler Morgen in London. Ladies first. Na dann. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Hä? Schon gut. Lade nach. Okay, es rennt gar nicht auf X, alles klar. Hey! Wo kommst du denn her? Scheiße! Wer? Flüchtling neutralisiert! Verdammt! Alter, aua! Jo, sagen verdammt! Nachladen! Wo? Ah, über mir. Flüchtling erledigt. Perfekt. Das Spiel macht schon Spaß. Und dieser Deckungsshooter ist schon geil. Gefällt mir. Ja, die Waffen brauchen wir erstmal nicht. Munition wäre mir lieber. Okay, was kommt denn jetzt? Okay. Oh, verdammt. Oh. Nachladen. Erledigt. Ist da noch einer? Ach, scheiß drauf! Ziel erledigt. Ihr seid es safe jetzt aber. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein treuer Schwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ein Casanova, also, okay.
Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanische Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam. Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Okay, willkommen im U-Bahn-Schacht, würde ich sagen. Alles klar. Wieso habe ich jetzt das Gefühl, wir treffen auf diese Halbblüter? Gehen wir einfach mal hier weiter geradeaus. Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Ich habe das Gefühl, wir werden auf Widerstand stoßen. Früher oder später. Ach so. Doch, dass ich eher hier bin. Schon vergessen. Ja, mein Glückwunsch. Die Jugend gewinnt immer. Also ich kann auch keine Waffe ziehen, wa? So, okay, ziehen kann ich auch nicht. Kuscheltiger! Einer der Flüchtigen ist ein Halbblüter. Hi, Kuscheltiger! Na, wie geht's dir? Kann ich jetzt mal eine Waffe ziehen, bitte? Oder auch mehrere. Boah, ich hab das Gefühl, ich werde hier gleich richtig Probleme bekommen. Mademoiselle, sind Sie bei Alter! Alter, ich sehe das jetzt gar nicht wegen der Sonne. Könnte etwas dauern, wenn ich bei Ihnen bin. Oh fuck, Alter. Alter. Warte mal, warte mal. Komm du. So, hab ich dich, Alter. Ganz schön. Warte mal, direkt töten, direkt töten. Wieso kann ich das nicht machen? Ich kann das gar nicht. Warte doch jetzt. So, Target Nummer 1 ist down. Warte, wo? Alter, ich hab das gesehen, aber zu spät. Warte, wo? Alter, nein, warte mal. Es ist mir gerade ein bisschen zu dunkel und gerade wegen der Sonne nicht ganz genau. Alter!
Was passiert? Ich bin tot, oder was? Scheiße, Mann. Diese verfickte Sonne gerade, ey, macht mir echt das Leben schwer. Wo? Alter. Die Sonne macht mir echt gerade das Leben zur Hölle. Alter, nee. Es ist gerade zudem extrem dunkel. Warte. Nein! Nachladen. So, jetzt hab ich dich. Nachladen. Bestätigtes Ziel bei mir. Alter, ich hab das Ding doch gehabt. Das ist jetzt gerade ein bisschen kompliziert für mich. Alter, das kann nicht sein. Nachladen. Wieso lebt das Ding noch? What the fuck, wieso lebt das Ding? Ich hab das Ding voll erwischt. Warte, ich sehe das Ding. Ich kann nur aus einer Richtung kommen. Aber ich verstehe das nicht. What the hell? Wie viel hat das Viech denn aus? So, jetzt, Alter, hab ich dich. Noch mehr? Warte dich! Ich bin da! Boah, das war jetzt gerade nicht ohne für mich. Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Egwene, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Oh ja, lass mal bitte ans Tageslicht kommen. Das wäre gerade mega geil für mich. Ah, schade. Hinterher. In diesem Mistviech. Das waren jetzt die Kaltblüter, die ihr gesehen habt. Komm hoch. Hinterher. Naja, so kann ich ihn nicht bekommen, so bekomme ich den nicht. Runter. Geht's. Ja, Das Viech muss einmal ruhig bleiben. Auf den Weg! Hab ich dich. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbblüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Puh, das war jetzt nicht ganz ohne. Das war auch nicht so ganz leicht. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion.
Und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lordkanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu? Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. So, liebe Leute, ich mache jetzt mal einen Folgenbreak. Die Folge geht schon 4 Minuten länger, als sie bei mir eigentlich gehen sollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Order 1886. Bis dahin, haut rein und tschüss.